Ich bin Edgar Gimbel von GSun. Ich habe mich spezialisiert auf PV-Anlagen auf Privathäusern und Großanlagenplanungen. Heute sind wir hier bei der Familie Pieler. Wir nehmen heute die Solarstromanlage mit 9 kW in Betrieb und den Speicher von Huawei Luna 2000. Ich bin die Katharina Pieler. Wir haben unser Haus neu gebaut und sind vor einem halben Jahr eingezogen. Das allererste, was wir tatsächlich montiert hatten, war die PV-Anlage, weil wir keine Sonne verschwenden wollten und gleich unsere Dachfläche nutzen wollten. Wir haben ein KfW 50 Haus gebaut und da war es uns natürlich wichtig, möglichst klimaneutral zu bauen und möglichst viel CO2 einzusparen, und deshalb haben wir uns für eine PV-Anlage entschieden. Ich bin sehr großer Fan von Huawei, weil die Wechselrichter sehr zuverlässig laufen. Hier sieht man den 10 kW Wechselrichter und die Batterie Luna 2000, die optisch sehr gut zusammenpassen. Also der Speicher hat mehrere Vorteile. Ein großer Vorteil: er ist sehr leicht, sehr gut zu montieren, er trägt nicht viel auf. Es ist alles steckbar. Es gibt oben die Steuereinheit und drunter die Batterieeinheit. Auch eine Erweiterung wäre hier relativ einfach. Steuereinheit weg, eine zweite Batterieeinheit dazu und schon ist die Installation fertig. Ich kenne sonst kein System, außer das Huawei-System, das so einfach zu installieren ist. Das Herzstück der Anlage ist natürlich der Photovoltaikwechselrichter. Hier ein 8 KTL von der Serie SUN 2000. Der reicht von 3 kW bis 10 kW. Die sind sehr flexibel, können auch bis zu 150% überbelastet werden. Das heißt, man könnte hier 14 kW Peak Module anschließen. Außerdem ist es noch möglich, 3 von den Wechselrichtern in einem Verbund zusammenzuführen und somit bis zu 30 kW Leistung in einem Speichersystem zu haben auf der Wechselrichterseite. Hier nebendran ist der Luna-Speicher. Hier ist es die kleine Luna, 5 Kilowattstunden. Diese kann man erweitern mit 2 weiteren Modulen auf 15 kW. Und wenn das nicht ausreicht, kann man natürlich auch noch einen zweiten Turm daneben stellen und so 30 Kilowattstunden Energieinhalt haben. Mit 3 Wechselrichtern, jeweils mit 2 Türmen, erreicht man damit 90 Kilowattstunden Speicherkapazität. Wir haben uns für den Speicher entschieden, weil es für uns eben sehr praktisch ist mit dem modularen Aufbau. Wir wissen noch nicht, wie sich die Familie entwickelt, und so können wir, je nachdem, was gerade passiert, den Speicher erweitern, wenn wir es brauchen. Die Installation ist sehr einfach. Die Inbetriebnahme erfolgt ganz einfach über die App. Man scannt die Seriennummern, ist sofort auf dem System drauf, macht die grundlegenden Einstellungen und dann kann man wählen, entweder man nimmt die App oder das Portal über den Desktop, kann man dann die restlichen Daten nachpflegen und so das System vervollständigen, komplementieren, ein Update machen oder sehen, wie gut es läuft. Genauso kann der Endkunde auch sehen, was bringt denn seine Anlage, wie viel Energie von der Sonne kann im Haus verteilt werden.